Das Buch heißt Skandal Armut. Heißt das jetzt so, weil Armut in Deutschland ein Skandal ist, oder heißt es so, weil es einfach eine Schande ist, ein Skandal in Deutschland arm zu sein? Also es ist natürlich beides. Ich denke, die Überschrift haben wir so gewählt, um einfach auch zu zeigen, Armut gibt es bei uns. Das ist nicht nur ein Problem der dritten Welt. Wenn wir von Armut reden, man denkt immer an die Bilder von hungernden Kindern in Afrika und Menschen, die, ja, bei denen es existenzbedrohend ist. Und das ist bei uns natürlich so in der Form nicht der Fall. Trotzdem ist die Armut, die es bei uns gibt, skandalös, dass es das überhaupt gibt. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, spielt da einfach auch mit rein, natürlich, dass es in Deutschland kein Vergnügen ist, wenig zu haben. Und das ist bei der Recherche, denke ich, auch ganz, ganz deutlich geworden. Es gibt wahnsinnig viele Menschen hier, die sehr zu knabbern haben und die eigentlich, würde man sagen, fast alles dafür tun, damit es nicht bemerkt wird, damit es keiner sieht, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Was heißt zu knabbern haben? Es ist ja so, in Deutschland muss ja eigentlich niemand hungern und es muss eigentlich niemand frieren. Es gibt die Sozialhilfe, es gibt Sozialwohnungen. Was heißt Armut denn eigentlich genau in Deutschland? Was ist Armut in Deutschland? Das ist eine relative Armut, das stimmt. Es gibt auch Mittel und Wege, ja, sich sozusagen unterstützen zu lassen. Allerdings ist ja auch die sogenannte bekämpfte Armut kein Zuckerschlecken, wenn Sie von 364 Euro pro Monat auskommen müssen, leben müssen. Vielleicht, wie soll man sagen, bei Kindern wird es immer ganz deutlich, dann ist es einfach nicht sehr leicht für die Leute. Also dieses Beispiel Kinder, muss man sagen, wäre vielleicht noch sowas, wo man es klar sieht. Der Satz, der bei Hartz IV für Kinder vorgesehen ist, ist eigentlich nicht so, dass man sagen kann, komm, wir gehen mal auf den Christkindlmarkt Bratwurst holen, wir gehen mal auf den Rummelplatz oder wir gehen mal ins Kino. Das ist da gar nicht drin. Und wenn Sie dann derjenige sind in Ihrer Schulklasse oder das Kind sind, das sagt, ich würde auch gerne mal einen Geburtstag feiern, aber da muss man ja dann was anbieten. Oder ich würde auch gerne mal zu einer Geburtstagsfeier gehen, aber da muss man ein Geschenk mitbringen. Sind es Momente, wo Sie einfach Ihre Armut dadurch spüren, dass Sie nicht teilhaben können, einfach nicht dabei sind mit den anderen. Das Buch hat ja noch einen Untertitel, Lebensbilder aus unserer Mitte. Sie haben einige Menschen besucht, Menschen, die tatsächlich obdachlos sind und aber auch Menschen, die in Armut leben, aber das so ein bisschen verkleiden. Was hat Sie da besonders beeindruckt oder was war für Sie besonders berührend bei diesen Lebensbildern? Ja, wie die Frau Hank auch gerade schon gesagt hat, das Hauptthema ist die Ausgrenzung. Die alleinerziehende Mutter, die wirklich 30 Stunden in der Woche arbeitet im 1-Euro-Job, die einfach es sich nicht leisten kann, mit ihrem Kind mal in den Biergarten zu gehen im Sommer, ein Eis zu spendieren. Die habe ich einen ganzen Tag lang begleitet und mit ihr auch gesprochen. Und wenn die dann am Nachmittag um 4 plötzlich zu weinen anfängt und sagt, oh, mir wird jetzt schlecht, ich habe noch nichts gegessen, weil das Geld nicht reicht, ich habe meiner Tochter heute 5 Euro mitgeben müssen für Papiergeld, dann wird das einfach schwierig und dann berührt einen das auch sehr persönlich. Alle anderen auch, mit denen ich gesprochen habe, ich habe ganz selten gehört, ich habe immer gefragt, was vermissen Sie am meisten? Es war nie der Einkaufsbummel, es war nie das Auto, es waren nie die großen Reisen, sondern es war das Dabeisein. Sie wollen sich nicht einladen lassen, weil sie sich schämen. Sie können nicht selber zahlen, also bleiben sie zu Hause, wenn die Freunde irgendetwas gemeinsam unternehmen und wenn es nur ein Freibadbesuch ist. Und das berührt einen dann schon sehr und das geht bei den Kindern enorm weiter. Und da ist natürlich auch die Recherche dann schwierig. Wie spricht man so jemanden an und sagt, erzähl mal, wie das ist, arm zu sein? Das dauert ziemlich lange, bis sie sich dann öffnen und man kriegt dann auch ein schlechtes Gewissen. Ein bisschen, wenn die Leute dann hinterher sagen, durch das Gespräch ist mir eigentlich erst klar geworden, wie schlecht es mir geht. Bei der Beschäftigung mit dem Buch, was hat sich da für Ihr Leben verändert? Was haben Sie gelernt oder was nehmen Sie mit, nachdem Sie sich jetzt doch so lange mit diesem Thema beschäftigt haben? Was vor allem hängen geblieben ist, ist viel Wut über diese Sozialschmarotzer, das leistungslose Einkommen. Wenn man sich überlegt, dass ein großer Steuerhinterzieher etwa so viel Schaden anrichtet an der Gemeinschaft wie eine ganze Kleinstadt mit ihren Hartz-IV-Empfängern, dann ist es schon sehr ärgerlich. Oder dieses leistungslose Einkommen, was gesagt wird bei Hartz-IV-Empfängern, das ist bei Spekulanten genau das Gleiche, nur in einem viel größeren Stil. Und diese Medien- und auch Politiker-Darstellung, die hat mich also zunehmend geärgert, auch bei der Arbeit am Buch. Was mir auch klar geworden ist, es sind sehr viele Frauen in diesem Buch. Es gibt nach wie vor die Altersarmutsgefährdung für Frauen. Es ist ein Riesenarmutsrisiko, alleinerziehende Mutter zu sein.
die Versorgung, die Scheidungsgesetze, die neuen, sind so, dass man jeder jungen Frau nur sagen kann, steig nicht aus dem Beruf lange aus, sieh zu, dass du irgendwie dich auf eigenen Füßen auch versorgen kannst zur Not, denn ansonsten ist die Armut ganz, ganz nah.